Herr Littler. Ja. Endlich, nach so langer Zeit, Lena. Da musste erst Arthur zurückkommen, der Ärmste. Gefällt dir das? Ach, das ist ja wunderschön. Steht dir sicher ganz fantastisch. Du wirst sehen, er kann sehr charmant sein. Besonders zu so schönen Frauen, wie du eine bist. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Lizzi, du weißt schon, warum wir hier sind. Psst. Zieh dich jetzt an. Ich komme dich später abholen. Danke. Alte Freundin vorstellen? Sturmbannführer Meier, Baroness von Eschenbach. Guten Abend. Darf ich ihn vorstellen, Baroness von Eschenbach? Guten Abend. Meine Verehrung? Freut mich. Sie waren fantastisch. Sie waren wunderbar. Ich habe Sie selten so gut gesehen. Dankeschön, das freut mich sehr. Das ist alles eine so andere Welt. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt noch existiert. Sie sind alle sehr bemüht, den Krieg zu vergessen. Bis auf ihn, der ihn gerade für total erklärt hat. Der Film, den wir heute Abend hier feiern, weißt du, wie der heißt? Ein Walzer für dich. Und Lizzi singt darin. Macht sie immer noch diese unsäglichen Filme? Je mehr Soldaten fallen, desto beliebter wird sie. Wir dürfen schon so lange nicht mehr ins Kino. Denk jetzt bitte nicht daran. Na komm jetzt. Darf ich Ihnen eine alte Freundin vorstellen, Baroness von Eschenbach? Guten Abend. Sehr erfreut, Baroness. Ich kannte bisher nur Ihren Herrn Vater. Wenn ich gewusst hätte, dass er eine so bezaubernde Tochter hat. Was wäre dann gewesen, Herr Minister? Oh, ich hätte alles daran gesetzt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Die haben Sie ja nun gemacht. Zu spät. Viel zu spät. Danke. Für wichtige Bekanntschaften ist es nie zu spät. Auf die deutsche Frau und ihre Schönheit. Hoffentlich verdirbt sie jetzt nicht alles. Bevor du dich mit dem Herrn Minister betrinkst, tust du mir den Gefallen, begleitest mich. Ich würde unseren Gästen gerne etwas vorsingen. Sie ist eine wunderbare Pianistin. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Die Wahl überlasse ich Ihnen, meine Damen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Erinnerst dich? Mhm. In Hamel. Ja. Sprechen die Männer von Treue, lächle ich nur vor mich hin. Liebe ist ewig das Neue, Treue hat gar keinen Sinn. Heute schon ist mir entschwunden, was ich noch gestern besaß. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß.
Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue spüre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß. Ihre Schwester ist wie alle talentierten Künstler viel zu dünnhäutig. Ja, sie ist ein großes Talent. Talentiert und fabelhaft aussehend. Ist ihr Mann an der Front? Sie ist nicht verheiratet. Ach nein? Hat sie nicht auch noch diese Sorgen? Es ist eine harte Zeit für die Frauen, deren Männer so weit weg sind. Meine Schwester hat großes Mitgefühl für die Frauen und bewundert ihre Treue. Ja, die Treue ist eine deutsche Tugend. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Kann ich Sie für ein kurzes Gespräch entführen? Ich möchte lieber Ihrer Schwester zuhören. Es ist nur kurz. Wissen Sie, dass sich arische Frauen in der Rosenstraße versammelt haben? Sehr unangenehm. Ich werde die Sache aus der Welt schaffen. Ich weiß nicht. Sie können mit meinem Adjutanten darüber reden. Ich bin doch zu schade für einen allein. Würde ich Sie bitten, mir die Sache noch einmal vorzutragen? Wenn ich jetzt gerade dir Treue schwöre, ja, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaube, ich gehöre nur mir. Ganz unglücklich.